Hintern. Millie, ich bin aber vor dir dran. Oh, Mist. Oh, das ist ein Notfall wirklich. Ja, das kann jeder sagen. Soll ich es dir beweisen? Nein, ist gut. Du kannst vor mir rein. Aber wir müssen hier erst mal reinkommen. Oh, das ist bestimmt wieder Caro. Caro, gib dir keine Mühe. Du bist eh nicht schöner. Ach, Millie. Na ja. Raschel, halt die Tür auf. Das schaffen wir nicht. So wie du zugenommen hast, ist das eine Kleinigkeit. Was soll denn das heißen? Naja, eine Menge Holz vor der Hütte nicht. Aber lass mal, von dir kann es gar nicht mitgeben. Aber wenn ich jetzt nicht gleich aufs Klo komme, dann... Caro! Das ist wirklich egoistisch! Du wohnst hier nicht alleine! Ich merke täglich, dass ich hier nicht alleine wohne. Jemand hat wieder mit Zahnpasta mein Handtuch beschmiert und dieser Anti-Pickel-Stift gehört auch nicht in mein Fach. Hm? Henry riecht ja wie ein ganzer Parfümladen. Der was vorhat? Henry? Glaube ich nicht. Ja, ich bin dran, Mama. Ja. Mama. Millie ist drin. Was bist du denn hier? Man braucht ein zweites Klo. Ja, na und? Also, ich gehe jetzt los, ja? Tschüssi. Ja. Millie, um 14 Uhr hole ich dich ab. Du weißt, Termin beim Kieferorthopäden. Oh no, ich dachte, ich vergiss es. Euer Vater hat gesagt... Euer geschiedener Vater? Ja, er hat gesagt, ohne Kieferorthopäden kriegst du ein Gebiss wie ein Nashorn. Na und? Ich finde Nashörner stark. Nashörner haben Unterbiss. Ja, aber die haben wenigstens keinen Vater, der Zahnarzt ist. Millie, er hat so wenig von euch. Nun gönn ihm doch wenigstens eure Zähne. Mann, ey. Das kann Ihnen gar nicht passen. Das ist Größe M. Medium. Das werde ich ja sehen. Ach, Mist. Wie ich schon sagte, zu klein. Das ist doch Unsinn. Das passt. Also, Sie machen das Kleid noch kaputt? Hätten Sie es vielleicht ein bisschen größer? Ein bisschen? Sie bräuchten XXL. Extra large. Haben Sie es nun größer, ja oder nein? Das ist ein Modellkleid. Sowas gibt's nicht in XX large. Vielleicht sollten Sie es mal in einem Spezialgeschäft probieren. Für Übergewichtige. Und vielleicht sollten Sie es mal in einem Spezialgeschäft versuchen für Fahrradspeichen. Also jetzt reicht's ja wohl. Kann ich helfen? Ja. Ihr Personal will mir das Kleid nicht verkaufen. Also das ist doch... Die Dame hat sich unser Modellkleid Star Night ausgesucht. Und passt nicht rein. Natürlich passe ich rein. Darf ich mal sehen? Wissen Sie, ich mache gerade eine Diät. Also es ist nur eine Frage von Tagen, bis ich richtig in das Kleid reinpasse. Ich verstehe. Darf ich trotzdem mal sehen? Also die paar Zentimeter sind doch nur wirklich lächerlich. Darf ich Ihnen vielleicht ein Kleid in Ihrer Größe zeigen? Wir haben da was sehr Dezentes hereinbekommen. Wenn ich was Dezentes will, dann gehe ich ins Kaufhaus. Ich will dieses Kleid und kein anderes. Das war irgendwie lieber auf den ersten Blick. Ich verstehe. Zahlen Sie bar oder mit Scheck? Wie teuer ist es denn? Modell Star Night, 1098.
Oh, wenn ich doch diese verdammte Diät bloß schon hinter mir hätte. Darf ich Ihnen einen Vorschlag machen? Ich reserviere Ihnen das Modell für einige Tage und dann schauen wir mal, was Ihre Diät für Fortschritte macht. Das würden Sie machen? Aber selbstverständlich. Sie müssten mir nur Ihren Namen sagen. Voss, Victoria Voss. Victoria Voss? Sind Sie etwa die bekannte Krimi-Autorin? Bekannte. Ich schreibe ein paar Serien fürs Fernsehen. Tödlicher Nebel, Zander räumt auf. Wissen Sie, ich bin ein großer Fan von Ihnen, Frau Voss. Für mich sind Sie eine zweite Agatha Christie. Nun übertreiben Sie aber. Oh nein, bestimmt nicht. Wissen Sie, Sie haben so eine ausufernde, üppige Fantasie. Vielen Dank. Wie lange könnten Sie mir denn das Kleid zurücklegen? Oh, jetzt weiß ich gar nicht, wie Sie heißen. Tigelmann, entschuldigen Sie, ich habe mich vergessen vorzustellen. Ich bin der Geschäftsführer. Würde Ihnen eine Woche reichen? Eine Woche? Oh, ich weiß gar nicht, wie weit ich mit meiner Diät dann schon bin. Ach so, wie lange machen Sie denn bereits Diät? Genau 29 Minuten. Aber ich schaffe das. Ich schaffe alles, was ich mir in den Kopf setze. Davon bin ich überzeugt. Ananas-Diät, Gurken-Diät. Warum gibt's denn keine Stracciatella-Diät? Liebe Vicky, darauf kriegst du von mir keine Antwort mehr. War schlimm beim Kieferorthopäden? Na, zeig's ihr. Millie, mach den Mund auf, sag etwas. Scheiße. An deiner Stelle will ich Wörter mit S meiden. Oh, Henry! Oh. Wow. Ja. Donnerwetter. Naja, ich brauche mal wieder was Neues. Ich habe eine Verabredung. Siehst du, habe ich ja gesagt. Naja, ich habe in der Stadt einen Freund getroffen. Dann habe ich dir doch erzählt. Hast du nicht? Nein, na, macht doch nichts. Nudelsalat ist im Kühlschrank. Henry, ich mache Diät. Oh, das ist gut. Dabei helfe ich dir natürlich. Alfred, komm, Stracciatella, fressi, fressi. Oh, Mampfi, Mampfi, oh, feini, feini. Ein Pfund weniger. Männer. Hey, das machst du echt gut. Du hast uns gelernt. Kannst du nicht sprechen? Schade. Hey, Tobias. Was ist nun? Ja, ich komm ja schon. Okay. Tschüss. Mama, mach auf, du musst mir helfen, bitte. Was ist denn? Du musst mir helfen. Was ist denn? Ja, was denn? Ja, was denn? Ja, was denn? Ja, was denn? Ja, was? Ach, ach, Milli, komm. Setz dich mal. Aber Mama, der Typ, der hat so festgemacht. Ja, du musst jetzt ein bisschen Geduld haben. Das dauert nicht lange. Nur ein paar Monate. Ein paar Monate? Oh Gott, da ist alles aus. Dann sucht er sich eine andere. Wer denn? Ja, Tobias. Wer ist denn Tobias? Tobias geht in die 7. Klasse. Oh Mann, das ist ein so süßer Typ, Mama. Aber ich muss diese Zahnspange loswerden, ja? Also Milli, weißt du, was ich glaube? Dem Tobias macht deine Zahnspange gar nichts aus. Der soll froh sein, wenn er so eine tolle Freundin wie dich überhaupt kriegt. Ja, das sagst du. Das sage ich ihm. Was? Das sagt er sich. Also, ich gehe dann. Wohin? Wir haben Theaterkarten. Meine Schulfreund und ich. Der scheint ja eine Mordskondition zu haben, dein Schulfreund. Am Wochenende eine Busfahrt durch die Sächsische Schweiz, gestern Stadtbummel, heute Theater. Ja, er ist sehr gut erhalten. Der alte Junge. Tja, bye. Bye! Frau Voss. Guten Tag, Herr Tigelmann. Ihr Krimi gestern Abend war große Klasse. Einfach Wahnsinn. Dankeschön. Bitte. Ja.
Ist das Kleid frei? Nein, das ist meins. Na, Sie haben aber Mut. Mit der Figur. Wissen Sie, der Schnitt gefällt mir doch nicht so gut. Haben Sie nicht so was Ähnliches? Ich schaue sofort nach. Kleinen ja. Moment. Bitte. Danke. Ach nein. Darf ich, Frau Voss? Ja, natürlich. Nur noch ein paar Millimeter. Ja, tatsächlich, nur noch ein paar Millimeter. Und Sie wollen dieses Kleid immer noch kaufen, Frau Voss? Um jeden Preis. Dann mache ich Ihnen einen Vorschlag. Wir treffen uns morgen um 2:30 Uhr. Sekunde. Hier. Super, Buddy. Ja, lassen Sie sich überraschen. Ach, Liebling, kannst du mal kommen? Ich möchte dir was zeigen. Ach, Liebling, kannst du mal kommen? Das muss ja ein Trottel sein. Ja, Liebling, bin schon da. Das kann doch nicht wahr sein. Na, wie gefällt es dir? Du bist wunderschön. Wie immer. Ich danke dir. Ich probiere nur noch schnell das Blümchenkleid an. Bin gleich wieder bei dir, mein Schatz. Mach das, mach das. Ja. Oh ja. 21, 22, 23. Oh nein! Ist das passiert, ja. Marie-Louise? Ich hab doch nicht zugenommen. Reg dich nicht auf. Ich besorge eine andere Größe. Na, Sie haben ja Mut mit der Figur. Hey, warte mal. Du heißt Melanie, stimmt's? Sag mal, warum sprichst du eigentlich nie? Hast du etwa eine Zahnspange? Wie weißt denn du das? Ich hatte auch mal so ein Ding. Ehrlich? Du, hast du Lust, mit mir ins Kino zu gehen? Ich lade dich auch ein. Ich weiß auch, wo sie einen hübschen kleinen Horrorfilm spielen. Cool. Komm, ich nehme dein Fahrrad. Herzlichen Dank. Wiedersehen. Danke, wiedersehen. Ist Ihr Eis auch ohne Speisegelatine? Das ist reines Sahne-Eis. Gut, dann hätte ich gern eine Walnuss, eine Schoko. Ja. Was haben Sie da noch da? Stracciatella erneut da? Nee, nee, danke. Dann nehme ich lieber eine Pfefferminz. Millie, ich muss euch was erzählen. Der Henry hat eine Freundin. Freundin? Ja, warum soll er denn nicht? Na, also in seinem Alter. Also hör mal, dafür bist du nie zu alt. Also versteht mich jetzt mal bitte nicht falsch. Ich gönne ihm das von ganzem Herzen, auch wenn das eine ganz blöde Kuh ist. Er soll ja seine Freude haben, aber wenn die uns ihn wegholt, was machen wir denn ohne Henry? Ja, da sehen wir ganz schön alt aus. Mama, da lass dir mal was einfallen. Nicht schlapp machen, Frau Voss. Gleich haben Sie es geschafft. Ich bin schon geschafft. Denken Sie an Ihr Kleid.
Ja, hier, Voss. Ah, Marie-Louise. Was, heute Abend? Wir waren doch erst gestern. Ach, nein, natürlich freue ich mich. Ja, ich muss mir das nur noch mal notieren, ja. Honeymoon 19 Uhr, ja. Also bis dann heute Abend, ja. Was? Ah, ja, Küsschen. Küsschen. Herr Tegelmann, wollen Sie mich umbringen? Oh! Meine liebe Frau Voss, jetzt haben Sie so lange durchgehalten, da schaffen wir auch noch den letzten Tag. Ja, Sie schon, aber ich... Immer schön das Ziel im Auge behalten. Wo waren wir denn? Wo sollen wir denn gewesen sein? Denk doch mal ganz scharf nach, Mama. Triffst dich heimlich mit dem Kerl. Ich treff mich doch nicht mit dem Kerl. Gib zu, Mama, du hast dich verknallt. Mit wen soll ich denn verknallt sein? Na, in den Kerl. Vom Park. Das ist doch ganz anders. Nein, hier joggen und Diät und den ganzen Stress. Das mache ich doch nicht für einen Kerl. Nie im Leben würde ich das für einen Kerl machen. Hallo, Frau Voss. Ich muss Ihnen mal ganz dringend alleine sprechen. Ja? Sie haben mir doch 20 Mark gegeben, damit ich mit Millie ins Kino gehe. Ich brauche das Geld nicht mehr. Hast du ihm etwa 20 Mark gegeben, damit er mit mir ins Kino geht? Millie. Oh, Mama, du bist ja so gemein. Millie! Ich hab das doch von meinem Taschengeld bezahlt. Wirklich? Ja, jetzt bin ich aber pleite. Reich grad nochmal für ein Eis. Hast du Lust? Na klar. Komm. Tschüss. Hallo, Henry. Henry? Henry, du bist ja völlig fertig. Boah, entschuldige, es ist ein bisschen spät geworden gestern. Naja, ich werde mich noch eine Stunde hinlegen und dann bin ich fit für heute Abend. Geht dir denn heute Abend wieder aus, dein alter Schulfreund und du? Ja, warum fragst du? Ja, wird langsam ein bisschen stressig, findest du nicht? Oh ja. Er ist sehr unternehmungslustig. Der alte Junge. Hä? Ja. Honeymoon, 19 Uhr.
Dankeschön. Danke. Stell dir vor, so könnte es jetzt jeden Abend sein. Oh, jeden Tag? Ist das nicht ein bisschen viel? Aber ich bitte dich, wir sind doch noch jung. Oh, ja, du. Henry? Ja? Ich habe viel mit dir vor. Mallorca, die Kanarischen Inseln, im Winter Skifahren in Tirol. Hörst du mir überhaupt zu? Hä? Ja, ja, ja. Ich finde, es wird jetzt wirklich an der Zeit, dass du zu mir ziehst. Nee, wenn du willst, können wir natürlich auch bei dir wohnen. Meine liebe Marie-Louise, liebe Marie-Louise, ich glaube, es ist an der Zeit, dass ich dir ein Geständnis... Sie denn hier? Henry, hast du denn ganz vergessen, dass du eine Frau und Kinder hast? Sieh dir die beiden an. Du brichst ihnen das Herz, von mir ganz zu schweigen. Sie wollen doch wohl nicht im Ernst behaupten, dass sie sich nicht schämen. Sie nehmen diesen unschuldigen Kindern den Vater und mir den Gatten. Jetzt sag doch mal was, Henry. Du bist doch nicht wirklich verheiratet, oder? Henry, gehörst du zu uns oder zu ihr? Ja, es stimmt. Das ist meine Familie. Das wollte ich dir heute Abend sagen. Also, das ist doch... Mein lieber Henry, ich hätte dir etwas mehr Stil zugetraut. Und einen besseren Geschmack. Leb wohl! Ja, kommt her, meine Lieben. Oh, komm. Ach, Vicky, du warst wieder mal ganz unmöglich. Aber es ist gut so. Das feiern wir jetzt aber. Donnerwetter! Und mit meiner Diät ist jetzt auch Schluss. Nein, 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 nein. Gehen wir lieber tanzen. Du mampfst wieder alles in dich hinein und dann war alles umsonst. Die paar Zentimeter sind doch nur wirklich lächerlich. Darf ich Ihnen vielleicht ein Kleid in Ihrer Größe zeigen? Wir haben da was sehr Dezentes hereinbekommen. Wenn ich was Dezentes will, dann gehe ich ins Kaufhaus. Ich will dieses Kleid und kein anderes. Das war irgendwie lieber auf den ersten Blick. Ich verstehe. Zahlen Sie bar oder mit Scheck? Wie teuer ist es denn? Modell Star Night, 1098.
Oh, wenn ich doch diese verdammte Diät bloß schon hinter mir hätte. Darf ich Ihnen einen Vorschlag machen? Ich reserviere Ihnen das Modell für einige Tage und dann schauen wir mal, was Ihre Diät für Fortschritte macht. Das würden Sie machen? Aber selbstverständlich. Sie müssten mir nur Ihren Namen sagen. Voss, Victoria Voss. Victoria Voss? Sind Sie etwa die bekannte Krimi-Autorin? Bekannte. Ich schreibe ein paar Serien fürs Fernsehen. Tödlicher Nebel, Zander räumt auf. Wissen Sie, ich bin ein großer Fan von Ihnen, Frau Voss. Für mich sind Sie eine zweite Agatha Christie. Nun übertreiben Sie aber. Oh nein, bestimmt nicht. Wissen Sie, Sie haben so eine ausufernde, üppige Fantasie. Vielen Dank. Wie lange könnten Sie mir denn das Kleid zurücklegen? Oh, jetzt weiß ich gar nicht, wie Sie heißen. Tigelmann, entschuldigen Sie, ich habe mich vergessen vorzustellen. Ich bin der Geschäftsführer. Würde Ihnen eine Woche reichen? Eine Woche? Oh, ich weiß gar nicht, wie weit ich mit meiner Diät dann schon bin. Ach so, wie lange machen Sie denn bereits Diät? Genau 29 Minuten. Aber ich schaffe das. Ich schaffe alles, was ich mir in den Kopf setze. Davon bin ich überzeugt. Ananas-Diät, Gurken-Diät. Warum gibt's denn keine Stracciatella-Diät? Liebe Vicky, darauf kriegst du von mir keine Antwort mehr. War schlimm beim Kieferorthopäden? Na, zeig's ihr. Millie, mach den Mund auf, sag etwas. Scheiße. An deiner Stelle will ich Wörter mit S meiden. Oh, Henry! Oh. Wow. Ja. Donnerwetter. Naja, ich brauche mal wieder was Neues. Ich habe eine Verabredung. Siehst du, habe ich ja gesagt. Naja, ich habe in der Stadt einen Freund getroffen. Dann habe ich dir doch erzählt. Hast du nicht? Nein, na, macht auch nichts. Nudelsalat ist im Kühlschrank. Henry, ich mache Diät. Oh, das ist gut. Dabei helfe ich dir natürlich. Alfred, komm, Wollen dieses Kleid immer noch kaufen, Frau Voss? Um jeden Preis. Dann mache ich Ihnen einen Vorschlag. Wir treffen uns morgen um 2:30 Uhr. Sekunde. Hier. Super, Buddy. Ja, lassen Sie sich überraschen. Ach, Liebling, kannst du mal kommen? Ich möchte dir was zeigen. Ach, Liebling, kannst du mal kommen? Das muss ja ein Trottel sein. Ja, Liebling, bin schon da. Das kann doch nicht wahr sein. Na, wie gefällt es dir? Du bist wunderschön. Hm? Wie immer. Ich danke dir. Ich probiere nur noch schnell das Blümchenkleid an. Bin gleich wieder bei dir, mein Schatz. Mach das, mach das. Ja. Ja. Marie-Louise? Ich hab doch nicht zugenommen. Reg dich nicht auf. Ich besorg eine andere Größe. Na, Sie haben ja Mut mit der Figur. Hey, warte mal. Du heißt Melanie, stimmt's? Sag mal, warum sprichst du eigentlich nie? Hast du etwa eine Zahnspange? Wie weißt denn du das? Ich hatte auch mal so ein Ding. Ehrlich? Du, hast du Lust, mit mir ins Kino zu gehen? Ich lade dich auch ein. Ich weiß auch, wo sie einen hübschen kleinen Horrorfilm spielen. Cool. Komm, ich nehme dein Fahrrad. Ja.
Herzlichen Dank. Schön, wiedersehen. Danke, auf Wiedersehen. Ist Ihr Eis auch ohne Speisegelatine? Das ist reines Sahne-Eis. Gut, dann hätte ich gern eine Walnuss, eine Schoko. Was haben Sie da noch da? Stracciatella, Leute. Nee, nee, danke. Dann nehme ich lieber eine Pfefferminz. Bitte, wenn du meinst. Aufhören. Sie sind ja ein elender Schinder, Herr Tegelmann. Wollen Sie mich umbringen? Oh! Meine liebe Frau Forst, jetzt haben Sie so lange durchgehalten, da schaffen wir auch noch den letzten Tag. Ja, Sie schon, aber ich... Immer schön das Ziel im Auge behalten. Wo waren wir denn? Wo sollen wir denn gewesen sein? Denk doch mal ganz scharf nach, Mama. Triffst dich heimlich mit dem Kerl. Ich treffe mich doch nicht mit dem Kerl. Gib zu, Mama, du hast dich verknallt. In wen soll ich denn verknallt sein? Na, in den Kerl. Vom Park. Das ist doch ganz anders. Nein, wir joggen und Diät und den ganzen Stress. Das mache ich doch nicht für einen Kerl. Nie im Leben würde ich das für einen Kerl machen. Hallo, Frau Voss. Ich muss Ihnen da ganz dringend alleine sprechen. Ja? Sie haben mir doch 20 Mark gegeben, damit ich mit Millie ins Kino gehe. Ich brauche das Geld nicht mehr. Hast du ihm etwa 20 Mark gegeben, damit er mit mir ins Kino geht? Millie. Oh, Mama, du bist ja so gemein. Millie! Ich hab das doch von meinem Taschengeld bezahlt. Wirklich? Ja, jetzt bin ich aber pleite. Reich grad noch mal für ein Eis. Hast du Lust? Na klar. Komm. Tschüss. Hallo, Henry. Henry? Henry, du bist ja völlig fertig. Oh, entschuldige, es ist ein bisschen spät geworden gestern. Naja, ich werde mich noch eine Stunde hinlegen und dann bin ich fit für heute Abend. Geht dir denn heute Abend wieder aus, dein alter Schulfreund und du? Ja, warum fragst du? Kannst du nicht sprechen? Schade. Hey, Tobias, was ist nun? Ja, ich komm ja schon. Okay, tschüss. Mama, Mama, wach auf, du musst mir helfen, bitte. Was ist denn? Du musst ja, aber Millie, was ist denn? Ja, du musst was denn? Ach, oh, Millie, komm. Setz aber dich Mama, mal Mama, der Typ, der hat so fest gemacht. Aber ja, du musst jetzt ein bisschen Geduld haben, das dauert nicht lange, nur ein paar Monate. Ein paar Monate? Oh Gott, da ist alles aus, dann sucht er sich eine andere. Wer denn? Ja, Tobias. Ja, wer ist denn Tobias? Tobias geht in die 7. Klasse. Oh Mann, das ist ein so süßer Typ, Mama. Aber ich muss diese Zahnspange loswerden, ja? Also Millie, weißt du, was ich glaube? Dem Tobias macht deine Zahnspange gar nichts aus. Der soll froh sein, wenn er so eine tolle Freundin wie dich überhaupt kriegt. Ja, das sagst du. Das sage ich ihm. Was? Das sagt er sich. Also, ich gehe dann. Wohin? Wir haben Theaterkarten, mein Schulfreund und ich. Der scheint ja eine Mordskondition zu haben, dein Schulfreund. Am Wochenende eine Busfahrt durch die sächsische Schweiz, gestern Stadtbumm, Leute, Theater. Ja, er ist sehr gut erhalten. Der alte Junge. Tja, bye.
Goodbye! Frau Voss. Guten Tag, Herr Tegelmann. Ihr Krimi gestern Abend war große Klasse. Einfach Wahnsinn. Dankeschön. Bitte. Ist das Kleid frei? Nein, das ist meins. Na, Sie haben aber Mut. Mit der Figur. Wissen Sie, der Schnitt gefällt mir doch nicht so gut. Haben Sie nicht so was Ähnliches? Ich schaue sofort nach. Ja. Kleinen Moment. Bitte. Danke. Ach nein. Darf ich, Frau Voss? Ja, natürlich. Nur noch ein paar Millimeter. Ja, tatsächlich, nur noch ein paar Millimeter. Und Sie wollen dieses Kleid immer noch kaufen, Frau Voss? Um jeden Preis. Dann mache ich Ihnen einen Vorschlag. Wir treffen uns morgen um 2:30 Uhr. Sekunde. Hier. Super, Buddy. Ja, lassen Sie sich überraschen. Ach, Liebling, kannst du... Die Dame hat sich unser Modellkleid Star Night ausgesucht und passt nicht rein. Natürlich passe ich rein. Darf ich mal sehen? Wissen Sie, ich mache gerade eine Diät. Also es ist nur eine Frage von Tagen, bis ich richtig in das Kleid reinpasse. Ich verstehe. Darf ich trotzdem mal sehen? Also die paar Zentimeter sind doch nur wirklich lächerlich. Darf ich Ihnen vielleicht ein Kleid in Ihrer Größe zeigen? Wir haben da was sehr Dezentes hereinbekommen. Wenn ich was Dezentes will, dann gehe ich ins Kaufhaus. Ich will dieses Kleid und kein anderes. Das war irgendwie lieber auf den ersten Blick. Ich verstehe. Zahlen Sie bar oder mit Scheck? Wie teuer ist es denn? Modell Star Night, 1098. Oh, wenn ich doch diese verdammte Diät bloß schon hinter mir hätte. Darf ich Ihnen einen Vorschlag machen? Ich reserviere Ihnen das Modell für einige Tage und dann schauen wir mal, was Ihre Diät für Fortschritte macht. Das würden Sie machen? Aber selbstverständlich. Sie müssten mir nur Ihren Namen sagen. Voss, Victoria Voss. Victoria Voss? Sind Sie etwa die bekannte Krimi-Autorin? Bekannte? Ich schreibe ein paar Serien fürs Fernsehen. Tödlicher Nebel, Zander räumt auf. Wissen Sie, ich bin ein großer Fan von Ihnen, Frau Voss. Für mich sind Sie eine zweite Agatha Christie. Nun übertreiben Sie aber. Oh nein, bestimmt nicht. Wissen Sie, Sie haben so eine ausufernde, üppige Fantasie. Vielen Dank. Wie lange könnten Sie mir denn das Kleid zurücklegen? Oh, jetzt weiß ich gar nicht, wie Sie heißen. Tegelmann, entschuldigen Sie, ich habe mich vergessen vorzustellen. Ich bin der Geschäftsführer. Würde Ihnen eine Woche reichen? Eine Woche? Oh, ich weiß gar nicht, wie weit ich mit meiner Diät dann schon bin. Ach so, wie lange machen Sie denn bereits Diät? Genau 29 Minuten. Oh. Aber ich schaffe das. Ich schaffe alles, was ich mir in den Kopf setze. Davon bin ich überzeugt. Ananas-Diät, Gurken-Diät. Warum gibt's denn keine Stracciatella-Diät? Liebe Vicky, darauf kriegst du von mir keine Antwort mehr. War schlimm beim Kieferorthopäden? Na, zeig's ihr. Millie, mach den Mund auf, sag etwas. Scheiße. An deiner Stelle will ich Wörter mit S meiden. Oh, Henry! Oh. Wow. Ja. Donnerwetter. Naja, ich brauche mal wieder was Neues. Ich habe eine Verabredung. Du weißt, Termin beim Kieferorthopäden. Oh no, ich dachte, ich vergiss es. Euer Vater hat gesagt... Euer geschiedener Vater? Ja, er hat gesagt, ohne Kieferorthopäden kriegst du ein Gebiss wie ein Nashorn. Na und, ich finde Nashörner stark. Nashörner haben Unterbiss. Nein, 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 nein. Ja, aber die haben wenigstens keinen Vater, der Zahnarzt ist. Millie, er hat so wenig von euch. Nun gönn ihm doch wenigstens eure Zähne. Mann, ey.
Das kann Ihnen gar nicht passen. Das ist Größe M. Medium. Das werde ich ja sehen. Mist. Wie ich schon sagte, zu klein. Das ist doch Unsinn. Das passt. Also, Sie machen das Kleid noch kaputt? Hätten Sie es vielleicht ein bisschen größer? Ein bisschen? Sie bräuchten XXL. Extra large. Haben Sie es nun größer, ja oder nein? Das ist ein Modellkleid. Sowas gibt's nicht in XX large. Vielleicht sollten Sie es mal in einem Spezialgeschäft probieren. Für Übergewichtige. Und vielleicht sollten Sie es mal in einem Spezialgeschäft versuchen für Fahrradspeichen. Also jetzt reicht's ja wohl. Kann ich helfen? Ja. Ihr Personal will mir das Kleid nicht verkaufen. Also das ist doch... Die Dame hat sich unser Modellkleid Star Night ausgesucht. Und passt nicht rein. Natürlich passe ich rein. Darf ich mal sehen? Wissen Sie, ich mache gerade eine Diät. Also es ist nur eine Frage von Tagen, bis ich richtig in das Kleid reinpasse. Ich verstehe. Darf ich trotzdem mal sehen? Also die paar Zentimeter sind doch nur wirklich lächerlich. Darf ich Ihnen vielleicht ein Kleid in Ihrer Größe zeigen?